stimmhaft oder stimmlos. La sonorità. Vediamo un po' la S, quello che si può fare subito. Una volta che sappiamo la differenza. In Österreich spricht man zwar meist stimmlose S, aber in einer Fremdsprache versuchen manche besonders schön zu artikulieren und entnehmen dem Standarddeutsch zumindest das stimmhafte Anlaut S. Im Italienischen gibt es folgende Regeln dazu. Im Anlaut vor Vokalen stimmlos. Sono settembre siamo solo. Ein stimmloses S. Vor stimmlosen Konsonanten ebenfalls stimmlos. Sparare, stendere, scacciare, sformare. Vor stimmhaften Konsonanten allerdings stimmhaft. Sbaglio, sdegno, smeraldo, svizzero, svedese. Im Inlaut, vor oder nach Konsonant, immer stimmlos. Mensa, penso, casco, denso. Intervokalisch leicht stimmhaft. Rosa, mese, naso, caso. Außer in Zusammensetzungen wie stasera, qualsiasi, vendesi, portasale. In Verbindung mit der Vorsilbe pre oder ri, presentire, daher presentimento, presento una cosa, oder risaltare, quindi il risalto, aber ti presento Maria und la risata ist das Lächeln, das Lachen. Doppel S ist immer stimmlos. Massa, messa, passare. Als Faustregel stimmhaftes S im Anlaut vor stimmhaften Konsonanten, alle anderen stimmlos. In diesen Verbindungen fällt ein falsch gesprochenes S besonders unschön auf. In den anderen Lautverbindungen ist es nicht so auffallend.